Herzlich willkommen, liebe Wir sind Movies Gemeinde. Heute mit einem ganz, ganz neuen Format, das wir uns in harter Arbeit erarbeitet haben mit Arbeit. Und zwar ist der Titel Irgendwas mit Movies. Und in diesem Format beschäftigen wir uns mit unterschiedlichsten Themen rund um Film, nicht aber unbedingt immer nur zu Film. Das heißt, wir plaudern über unterschiedlichste Themen, erzählen witzige Anekdoten und Markus zieht sich vielleicht auch aus. Aber das wissen wir noch nicht. Und heute... Wir sind beide unberechenbar. Heute geht's in der ersten Folge um 3D-Filme, beziehungsweise um den 3D-Effekt im Allgemeinen und wie er im Kino Verwendung fand in den letzten Jahren, wie er sich entwickelt hat und was wir überhaupt davon halten und welche persönlichen Erfahrungen wir damit gemacht haben. Und um jetzt... Hallo Markus. Hallo, um jetzt Mats. Den formalen Aspekt dieser Reihe direkt mal über Bord zu werfen, frage ich dich einfach mal, wie stehst du denn zu 3D? Ich finde das jetzt ein bisschen unfair, mich einfach so anzusprechen. Na, was sagen Sie denn zu 3D? Ich habe schon die Anmod gemacht, also ich kann jetzt nicht auch direkt Stellung beziehen. Du bist ein Teil der Motherfucker. Ja. Ja, 3D, also ich muss dazu sagen, wenn irgendwann die, also diese 3D-Tendenz quasi ihren Höhepunkt darin findet, dass alle Blockbuster in 3D in den großen Kinos dann laufen, ohne dass du irgendwie einen besonderen Aufpreis zahlen musst. Finde ich, ist das legitim, weil man muss schon sagen, dass einige Filme in 3D dann schon besser aussehen als im direkten Vergleich mit ihrer 2D-Version. Also ich kann das zum Beispiel jetzt bei... Das Beispiel würde ich gerne hören. Ja, bei Pacific Rim. Kann ich das aus Erfahrung sagen, weil den habe ich in 2D halt in der Sneak gesehen und dann habe ich gesagt, Leute, ich fand den so geil, den will ich mir wieder in 3D halt in der richtigen Version sozusagen anschauen und das sah halt schon besser aus. Also da waren auch die, also keine Ahnung, das hat halt alles irgendwie transparenter gewirkt und die Effekte waren irgendwie klarer. Und ja, deswegen finde ich, ist es halt schon legitim, aber da es aktuell ja immer noch so ist, dass man 3-4 Euro draufzahlen muss. Ich meine, jetzt aktuelles Beispiel hier, Guardians of the Galaxy, sah in 3D teilweise wirklich schon richtig, richtig schick aus. Klar, habe ich nicht den direkten Vergleich, aber du hast halt gerade am Anfang, wenn der Effekt ja dann so in den ersten 10, 15 Minuten noch ungewohnt fürs Auge ist, hast du halt schon gemerkt, wenn er... so in dieser Höhle drin steht oder in diesem Tempel, in diesem verfallenen Tempel, dass da viel mit Schärfentiefe halt gearbeitet wurde und da bringt es dir halt schon was, dieser räumliche Effekt. Was war dein erster Film, den du in 3D geguckt hast? Das war höchstwahrscheinlich Avatar und ich muss sagen, ich bin einer der wenigen, ich habe Avatar zweimal im Kino in 3D gesehen. Gut, einmal hatte ich nicht die optimale Position. Man sagt ja immer so, optimale Position ist wirklich so Mitte. Außerhalb des Kinos. Ich war außerhalb des Kinos, genau. Nee, Mitte ist ja wirklich so die optimale Position für... Das besagen Gerüchte. Aber wer gibt mir da Gewissheit? Aber ist das nicht so eine... Aber warum? Ist das nicht so eine Richtlinie auch für die Sound? Augen wahrscheinlich. Ja, auch für Sound und sowas, dass das die optimale Position ist. Hatte ich irgendwann mal gehört, aber keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der Big Bang Theory Nerd. Ich weiß natürlich auch, dass diese Position halt in der Mitte relativ, also Mitte, sagt man ja, dass das die optimale sein soll. Aber warum das jetzt so ist, natürlich wird es damit was zu tun haben, aber genaue Erklärung wusste ich auch noch nicht. Aber prinzipiell stimme ich deinen Ausführungen zu. Ich denke, das ist auch so die gängige Meinung, die da irgendwie vorherrscht. Ich bin aber noch ein bisschen kritischer. Ich habe nämlich damals, ich glaube, mein erster 3D-Film war tatsächlich nicht Avatar, sondern Oben, der ungefähr im gleichen Zeitraum irgendwie kam. Und natürlich hast du da, wenn du zum ersten Mal nochmal 3D guckst, irgendwie diesen... Ich bin erkältet, muss mich entschuldigen, ich habe hier auch meine Rotzfahne aufgestellt. Aber ich auch, ich reiß mich zusammen, Alter. Du hast ja Fieber. Du bist jetzt wirklich so rausgekommen, weißt du, mit Schleim. Chill. Und... ja, Oben 3D war natürlich dadurch, dass es ein ganz neues Erlebnis war mit diesem Effekt, war schon sichtbar und so, aber vielleicht war dieses Pixar-Werk nicht gerade der, wie sagt man? Also ich hake da mal so ein. Lass mich doch erstmal fertig erzählen. Ich versuche gerade zu retten, du Spast. Wieso?
Der. Na, helf mir doch erstmal mit dem Wort. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ah, ja, oben war halt nicht so dieses, wie Avatar jetzt, dieses Aushängeschild. Ach so, das okay, ja. Es Aushängeschild. Ist aber also oben war nicht dieses Aushängeschild, wie es halt eben Avatar sein sollte, weil mit Avatar war ja praktisch so der Startschuss für diese neue 3D-Welt. Ich habe halt oben vorher gesehen und muss aber dann auch sagen, dass Avatar, den habe ich relativ kurze Zeit später danach gesehen, dass Avatar der einzige Film war, wo ich wirklich sowohl inhaltlich als auch überhaupt vom Auge her diesen 3D-Aspekt irgendwie würdigen konnte. Gut, aber denkst du nicht, dass das jetzt so ist? Weil rückblickend, ich meine, Avatar ist vor 5 Jahren rausgekommen und dann war das der erste, ja, überhaupt einer der ersten Filme. Du meinst jetzt, weil jetzt dieser Anfangseffekt... Ja, das ist dann so der Überraschungseffekt für dich ja, wahrscheinlich auch ist, oder? Ja, aber das legitimiert doch immer noch nicht so, dass ich dann bis heute 3D nicht mehr so sehen kann, weil das spricht dann auch nicht für die Technik. Nee, klar, ja. Das spricht nicht für die Technik, ich meine, es aber gibt halt unterschiedliche Augen. Okay. Klar, ich höre aber von so vielen Leuten, ja, bei Avatar war das mega geil. Und was ich jetzt eben dazu sagen wollte, zu Animationsfilmen, die sind ja eigentlich immer prädestiniert für die Effekte. Also für die stereoskopischen Effekte, hatte ich jetzt auch ist irgendwann so? Mal, ich hatte das irgendwo mal gelesen, dass es auf jeden Fall dann so ist, wenn, also ich hatte ja früher die Cinema monatlich gelesen und da stand glaube ich auch immer drin, ja in 3D bei diesem Animationsfilm auf jeden Fall noch ein Mehrwert. Und ich meine, wie hat der ganze Hype angefangen? Bloody Valentine 3D war ja auch irgendwie so, also weil das ja dann, sagen wir mal, in gewisser Weise ein Eventfilm ist, ne? Mhm. Und was man aber sagen muss, 3D hat ja für mich einen Mehrwert und eine Legitimation. Natürlich, wenn es dadurch allein schon stylischer aussieht, ne? Ist ja absolut in Ordnung, aber es gibt nur selten Regisseure, die sich bemühen, 3D auch irgendwie narrativ einzusetzen. Und ich finde, das ist halt die große Kunst, weil das haben bisher... Lass mich überlegen, ja, drei Leute haben es bestimmt schon geschafft, also Scorsese. Das sind ja mit Hugo Capri. Scorsese führe ich immer wieder gerne an, das Beispiel, weil es da eine Szene gibt, wo der Sacha Baron Cohen halt immer näher ins Bild kommt und du bist halt wirklich so frontal auf seinem Gesicht, also in der Großaufnahme drin. Und dir wird das aber erst bewusst, wenn er quasi so, sagen wir mal, übertrieben gesagt, wenn er wirklich so vor deinem Gesicht ist. Und ich finde, weil das so subtil gemacht wurde, hat das dann da wieder die Legitimation. Und was ich auch unbedingt noch sagen muss, hatte ich zwar selber leider nicht so im Kino gesehen, aber ich habe gehört, Coraline von Henry Selick, und der ist ja auch 2009, also so, ich glaube, entweder einen Monat vor oben, also so September, Oktober 2009, in dem Dreh rum, also im Herbst auf jeden Fall, ist der rausgekommen und da sind die hingegangen. Hast du den gesehen? Hast du Coraline gesehen überhaupt? Ich habe zugehört. Nee, Quatsch, ich habe dir zugehört. Nee, habe ich nicht gesehen. Nee, okay. Ich war oben. Alter, ich war gerade voll raus. Nee, was passiert? Schlaganfall? No offense. Mein erster Film im 3D war oben. Ja klar, aber ja. Es hätte ja sein können, dass du den vielleicht irgendwo noch auf einem Fernseher, auf einem Nee, mein erster Film. Mein erster Film war oben. Mein allererster Film überhaupt. Ach, scheißegal. Auf jeden Fall gibt's da eine Szene. Habe ich nicht gesehen. Gibt's da eine Szene? So ein Spaß. Wo sie halt irgendwie in so einer, in einer Welt drin ist, die sich auflöst. Und ich habe jetzt halt gehört, dass dafür das, weil ja da zwei Bilder aufeinander gelagert werden für 3D, ist das eine Bild halt komplett anders irgendwie als das andere Bild, das drüber gelagert wird. Und deswegen hat das dann so einen absurden Verzerrungseffekt. Und da finde ich, ist das halt eigentlich auch schon, wagemutig, klingt jetzt vielleicht zu viel, aber es ist auf jeden Fall ein sehr innovativer Ansatz, die 3D-Technik mal so zu nutzen. Ja, ich finde es halt nur, jetzt sind wir wieder bei so Sachen, dass da einzelne... Reden wir jetzt wieder über oben. Jetzt sind wir wieder bei oben, dass da einzelne Sequenzen immer rausgehoben werden, wo der 3D-Effekt irgendwie was bringt. Aber so in der Gesamtheit, dass da auch so ein Folgeeffekt, der immer wieder verwendet wird, fand ich hier bisher immer schwierig. Weil du hast ja gerade, wer viel auf 3D setzt, sind meistens die großen Blockbuster. Mhm. So. Und bei mir ist das Problem, die großen Blockbuster sind sowieso schon effektüberladen. Nehmen wir mal Transformers oder jetzt aktuell Guardians of the Galaxy. So, ich habe das Problem, wenn jetzt die 3D-Effekte losgehen und die Action gleichzeitig, also die Effekte und wo dann der 3D-Effekt auch meistens eingesetzt wird, ich kann nicht beiden folgen. Weil die Action oder die Bildabfolge, die Schnittabfolge so schnell ist, dass ich gar keine Zeit habe, um den Effekt zu realisieren. Deswegen ist es auch so, lass mich das noch ausführen.
Das einzige Moment im Kino, wenn ich den 3D-Effekt sehe, ist, wenn dieses 3D, Real 3D, weil es ist halt eine Einstellung, es ist komplett darauf ausgerichtet, es ist langsam und ich konzentriere mich genau darauf. Ja. Und da funktioniert, im Film habe ich keine Zeit, um meine Augen darauf einzustellen. Das stimmt absolut. Deswegen, man sieht es halt nur im direkten Vergleich. Ich finde auch noch ein prominentes Beispiel, Gravity. Gravity hat wahrscheinlich enorm davon profitiert, dass wir den in 3D gesehen haben. Aber irgendwann hast du dich halt so dran gewöhnt, dass du gar nicht sagen kannst, ob dieser illusorische Moment, dass du quasi in dieser diegetischen Filmwelt versinkst, hat das jetzt nur geklappt, weil du das in 3D gesehen hast, oder hätte das in 2D fast schon genauso gut geklappt? Also ist diese Sogwirkung halt der Bestandteil von 3D, ist das ein Hauptbestandteil? Weil ich auch noch sagen muss, Ang Lee hat es bei Life of Pi gut eingesetzt. Hebe ich auch immer wieder hervor. Aber wo wir gerade bei den Blockbustern waren, da hat sich ja die 3D-Technologie selber schon oft genug ein Bein gestellt. Weil wenn Filme halt nachkonvertiert werden, sieht es halt meistens sowieso nicht so gut aus, wenn die halt nicht direkt mit 3D-Kameras gedreht worden sind. Und hier Major Blockbuster, als ich Marvels The Avengers damals im Kino gesehen habe, gut, dann Freunde von mir auch gesagt, ja, die 3D-Technik in dem Kino ist jetzt nicht so gut. Ne? Aber da waren wir eigentlich auch in einem relativ, ja, einem größeren Kino. Und da war der Mehrwert von 3D halt komplett für die Katze. Das wäre halt auch eine Frage, inwieweit das Kino mitbestimmt, wie der 3D-Effekt irgendwie rüberkommt. Das jedes Kino hat ja auch unterschiedliche Projektoren. Ja, ne? Wäre interessant zu wissen, wie das nochmal beeinflusst, inwieweit 3D bei dir funktioniert. Da musst du einberechnen, dass irgendwie jeder andere Augenform oder Sitzposition hat. Für uns Brillenträger ist doch eh immer nervig. Ja, gut, bei mir ist jetzt, ich kann die Brille halt ausziehen, 3D-Brille halt auch, ja, so, es okay, geht schon. Ist zwar halt auch jetzt nicht das Optimale, aber mein Gott, ich will nicht Brille über Brille überziehen, das ist irgendwie noch aber unangenehmer. Auch noch interessant, dadurch, dass du ja diese verdunkelten Gläser dann anhast, ne? Also Gläser, ne? Wird ja logischerweise das Bild auch auf der Leinwand viel dunkler, ne? Und als ich jetzt 300 Rise of an Empire Anfang des Jahres im Kino gesehen habe, da musste ich halt auch sagen, irgendwie, keine Ahnung, es sieht halt teilweise zu düster aus und dann sind halt Details nicht mehr so richtig auszumachen. Wenn das ein Film ist, der sowieso schon dann viel mit Licht und so weiter spielt und dann wird es noch einmal ein bisschen dunkler, finde ich halt... Also es ist aber auch gemein so, dass 3D das Bild insgesamt halt dunkler werden lässt. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich musst du dann nochmal anders arbeiten mit Lichtsetzung und so. Ja. Wenn du danach kommentierst, ist ja klar, da ist nichts drauf abgestimmt und ja, dann hast du nochmal diesen Effekt. Aber wenn wir jetzt mal versuchen, so einen kleinen Überblick zu kriegen, was jetzt irgendwie Filme waren in 3D, die das auch irgendwie so explizit hervorgehoben haben, muss ich an Tron Legacy denken, wo am Anfang sogar extra die Einblendung kam, anfänglich sind die Szenen in 2D, also wir bitten sie, die Brille in 3D, also die 3D-Brille die ganze Zeit quasi auf der Nase zu haben, aber am Anfang gibt es keinen 3D-Effekt, sondern erst, wenn er in The Grid, also im Computer drin ist. Und eigentlich fand ich das so als Idee sehr cool, aber ich habe den Film jetzt bestimmt schon 3-4 Mal auf DVD zu Hause ganz normal in 2D am Fernseher geguckt und ich finde den da halt jetzt nicht weniger beeindruckend. Ja, visuell. Das ist halt wirklich die Frage, bei Tron Legacy war ich ja auch ein paar Mal drin, 2 Mal glaube ich. Ich erinnere mich auch. Und das hat auch viel von dem Art-Design, das da verwendet wurde, zu tun gehabt. Weil der 3D-Effekt da so einen großen Effekt gehabt hat. Ist halt immer die Frage. Ich denke, richtig legitimiert kann es nur werden, wenn es tatsächlich narrativ zu einem Mehrwert eingesetzt wird. Das kannst du nicht komplett durchhalten über 90 bis 120, 150 Minuten oder so. Ich meine, das hat auch Hugo Cabret nicht geschafft. Aber da waren Ansätze, wie man sowas narrativ halt einsetzen kann. Und ich finde das halt wichtig, wenn du das so als Extra-Ebene benutzt, um da halt auch noch so ein bisschen Bedeutung quasi zu transportieren. Aber was ich auch sehr, sehr geil fand, sind halt die Resident Evil-Filme von Paul W.S. Anderson. Habe ich keinen einen gesehen. Der dreht das ja auch mit diesem System, mit diesem Fusion-Blablabla-System von Cameron. Auf jeden Fall war das damals so die Werbung, als Resident Evil Afterlife, also der vierte, ins Kino kam. Es war ja ungefähr ein Jahr nach Avatar. Mhm. Und da haben sie gesagt, gedreht im James Cameron, Blablabla, so und so System. Und da muss ich echt sagen, auch wenn der Mann jetzt nicht unbedingt ein begnadeter Geschichtenerzähler ist, der Anderson,
Das hat er schon ganz geil gemacht. Also, der geht dann natürlich auch hin und zelebriert Bullet Time und Super Zeitlupe, normale Slow Motion und so weiter. Und dann klappt das halt. Aber dann ist es halt wirklich nur Eye Candy, ne? Mhm. Und dann flasht's dich halt weg, ne? Aber. Ich meine, das bleibt ja auch. Also, wenn man überhaupt den Effekt irgendwie rausstellt, dann bleibt es in erster Linie Eye Candy. Weil, wie gesagt, diese narrative Einbindung ist halt in den Kinderschuhen. Wenn du es optimistisch formulierst und ich bin Pessimist in Bezug auf 3D und sag deswegen, 3D ist halt, und da können wir eigentlich überleiten zu so einer Frage, wie die Zukunft von 3D jetzt für uns irgendwie ausfällt. Also ich finde halt, also objektiv muss ich sagen, 3D wird sich noch halten, aber das ist nicht, wenn man jetzt nochmal sieht, der schwächste Kinosommer, glaube ich, seit 2006 jetzt wieder, 3D wird dann nicht die Rettung sein, ich meine. Nee. Und, ist halt so. Wenn du halt bedenkst, was die, also wenn es jetzt mit 3D sogar der schwächste Kinosommer war, ne? Ja. Was wäre dann halt ohne 3D passiert? Also haben die Leute sich irgendwie dran satt gesehen oder sagen die Leute, wir haben keinen Bock mehr, uns die Sachen in 3D anzugucken, weil es wird ja auch nur ganz selten dann irgendwie der Film in 2D Weil ich übrigens auch ganz schlimm finde, wenn dem Zuschauer nicht die Option gelassen wird. Klar ist das dann nochmal eine Sache von den Kinoketten, wie ich die Säle aufteile und wenn ich dann beides in 2D und 3D anbiete, muss ich das nochmal extra abstimmen. Ich glaube, das ist koordinationsmäßig nicht zu unterschätzen. Ne? Ja, aber es ist trotzdem für den Kunden schlecht, wenn ich mich auf 3D irgendwie festlegen muss, weil ich ganz genau weiß, dass es eine 2D-Version halt auch geben könnte. Ich finde das immer geil, wenn in den Trailern dann extra dabei steht, in ausgewählten Kinos auch in 2D. Ja. Ich finde, das ist halt eigentlich so der absolute Witz. Ne? Wobei, du merkst auch mittlerweile, 3D reicht ja jetzt schon nicht mehr. Ich erinnere nur mal an Planet der Affen. Da steht ja nicht mehr in fulminanten 3D. Genau. Was ist fulminantes 3D? Ja. Worin unterscheidet sich das von Avatar 3D? War Avatar weniger fulminant. Klar, du brauchst halt irgendwie so eine catchy, naja, es ist ja keine Tagline, aber irgendwas, was das dann noch so ein bisschen anpreist. Ne? Es ist ein Adjektiv, das jetzt an 3D noch dran gehängt. Ja, es muss halt irgendwie dann eine Marketingstrategie noch verfolgt werden, um das einen Tick mehr anzupreisen. Wobei ich eigentlich schon glaube, dass sich das irgendwann so komplett durchsetzen wird, weil es dann aber auch etabliert ist und nichts Neues mehr wird. Und weil dann die Preise vielleicht insgesamt angestiegen sind. Wobei, wenn ich mir jetzt so die Frage stelle, was wird aus den ganzen romantischen Komödien, weil da gab es ja Gott sei Dank noch keine in 3D. Und dann ist halt wieder die Frage, gehen die Leute halt, also die Leute in Hollywood oder weltweit bei ihren Blockbustern dann halt hin und sagen, okay, wenn es wirklich ein Blockbuster ist, dann nur noch in 3D. Also wie wird es da jetzt eine Tendenz geben, weil 3D kriegst du ja nicht mehr weg. Das wird nicht passieren. Ja, die Frage ist halt, ob 3D jetzt wirklich nur noch Legitimationsgrundlage ist, um Preise zu erhöhen oder ob man irgendwann so dreist ist, allgemein die Preise hochzuschrauben, unabhängig von 3D oder 2D. Ja. Momentan, also man kann denen gar nicht unterstellen, dass man 3D nur gemacht hat, um die Preise hochzutreiben. Das war ein Versuch, der ja auch schon in früheren Zeiten angewandt wurde, ein Versuch, Kino neu erlebbar zu machen, irgendwie eine neue Facette anzuführen. Aber mit der Zeit ist es halt so, dass es sich das nicht nur etabliert, sondern natürlich auch preislich für die Studios und so auch auszahlt. Ja, die Frage ist halt auch, aber da sind die Leute wahrscheinlich auch mittlerweile dran, ich meine, bei den Fernsehern ja auch schon eine 3D-Technik zu entwickeln, für die du halt dann auch keine extra Brille mehr brauchst und so. Und was weiß ich, 4D bin ich halt auch echt so der Meinung, braucht man 4D? Also ich meine, Kino ist halt natürlich immer ein Erlebnis, ne? Aber muss es halt dann so zu einem, ja, wie soll ich sagen, zu einem Kirmeserlebnis komplett werden. Ich meine, natürlich ist das vielleicht mal ganz nett, wenn du dann so eine 4D-Version siehst und du fühlst dann auch, was es ist, du riechst dann, dass es regnet oder sowas. Ne? Aber brauchst du das? Das war ja Robert Rodriguez. Robert Rodriguez Spy hat bei Spy Kids das genau das mit diesen Riechdingern. Also muss man vielleicht mal erklären, dass 4D einfach, wie man 4D definiert, ist sowieso nochmal eine Frage, aber bei Robert Rodriguez hieß es einfach bei Spy Kids, es gibt so Geruchkarten und ich glaube an einer bestimmten Stelle im Film wird dann angegeben, dann gesagt, hier aufrubbeln hier und riechen. Genau. Eigentlich kompletter Schwachsinn, vielleicht für einmal ganz gut oder so, man muss auch immer eine Grenze ziehen zwischen Kino und Attraktionspark, wie du schon gesagt hast, und Kino ist halt das eine. Und ja, die Frage ist halt auch, wie sehr willst du den Zuschauer involvieren, weil Kino ist halt auch eigentlich immer passiv.
es ist ein passives Erlebnis. Ja, die Frage ist auch, inwieweit involviert das oder stört das den Fluss? Wenn ja, ich eigentlich, immer an was riechen muss, wenn genau, eigentlich stört es den Fluss, weil dann müssen die Leute halt auch wieder hingehen und gucken. Also dann wird sich die Narration in gewisser Weise ja auch ein Stück weit verändern müssen und anpassen müssen auf 4D. Aber ich meine, das ist jetzt Zukunftsmusik. Was ich noch kurz sagen wollte zu 3D. Warte. Regie, wie viel Zeit noch? Aus. Ich aus. Auf ja, Wiedersehen. Ja, ja. Nee, okay, dann noch. Ich wollte jetzt noch ganz kurz was sagen. Ja, das war's dann. zu Guardians of the Galaxy. Da gab es nämlich wirklich so ein paar Einstellungen, wo ich gesagt habe, okay, da fällt mir der 3D-Effekt dann auch wieder während des Films so ein bisschen. Oh, Handy in der Regie. Das geht überhaupt nicht. Vor allem hier bei der ersten Folge. Also, da fällt mir der stereoskopische Effekt auch während des Films auf. Zum Beispiel, wenn du siehst, wenn unsere Helden dann halt in diesem Cockpit, in einem Raumschiff halt drin sind und die Kamera war dann immer so leicht schräg drauf und dann hast du halt schon gesehen, dass irgendwie so die Ebene vor dir ist dann so der Spiegel, also die Scheibe, die Windschutzscheibe und dahinter sitzt dann halt Rocket Raccoon und dahinter sitzt dann Groot oder so, ne? Und das finde ich, das verleiht dem Ganzen ein bisschen optische Tiefe, ein bisschen Raum, aber das ist halt kein Aufpreis von 3-4 Euro wert. Wenn ich halt wirklich bedenke, wenn wir in so einen Film reingehen und müssten halt eigentlich 12 oder 13 oder 14 Euro bezahlen, ist halt ein Witz. Wir haben uns letztens sogar gewundert, als es nur 12 gekostet hat. Ja, genau. Und es ist eigentlich paradox, dass wir uns da gewundert haben. Ja, oh, 12, das 12 ist aber günstig. Das Kino wird wieder billiger. Genau. Ja, aber das ist definitiv ein interessantes Thema und auch eins, über das man sich noch stundenlang unterhalten könnte. Vielleicht in einer der nächsten Folge, wenn wir mal über Innovationspotenziale des Kinos im Allgemeinen nochmal philosophieren. Für heute soll es das, aufgrund, dass wir jetzt schon wieder überzogen haben, schon in der ersten Folge, soll es das für heute mal gewesen sein. Wieder gut angefangen. Ja, wir hoffen, dass euch das neue Format gefallen hat. Und falls ihr eigene Ideen habt, über was wir hier quatschen könnten, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare posten. Neben dem üblichen, abonniert uns und liked uns und alles Mögliche. Und sagt uns bitte, was ihr von 3D-Technik genau und so weiter haltet. Hat das eine Zukunft, wenn es narrativ wird? Hat das eine Zukunft, wenn es nur als Eye-Candy zusätzlich dabei ist? Wie denkt ihr darüber? Lasst es uns wissen, egal ob als Post unter das Video bei Facebook oder direkt als Comment bei YouTube. Wir sind auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt.